Hi-Fi-Community. Servus. Tja, heute, wie man das wieder mal wieder unschwer aus dem Titel des Videos entnehmen kann, geht das um die Ladash-Lederschürze, die, also ich kann man sagen, zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, 90% der Glasreiniger in Hamburg, die getragen haben. Und gut, es werden jetzt immer weniger, das gebe ich zu, weil jetzt mehr so die Seitentaschen von anderen Herstellern bevorzugt, die man eben halt an der Hüfte trägt, an der Seite oder auf dem Rücken. Diese benutze ich, ja gut, die ist jetzt neu, deswegen ja das Video, weil ich jetzt mal nach, lass mich lügen, 7 oder 8 Jahren meine neu gegönnt habe, weil die natürlich gut optisch ist, sie noch einigermaßen okay. Bloß letztens, wie es Zufall so will, beim letzten Kunden auf dem Freitag hat es ein bisschen zerrissen und ist kaputt gegangen. Aber wie gesagt, tagtäglicher Gebrauch. Ja gut, wie gesagt, hat sich ein bisschen eingerissen nach den Jahren. Da ist auch mal das Nachwischtuch drin, also das feuchte Tuch. Ihr könnt nämlich auch feuchte Tücher drin aufbewahren. Aber wie gesagt, nach täglichem Gebrauch, 8 Jahren, ne, kann man ja selber ausrechnen, was das für ein Material ist und so gut hält. Das ist nämlich aus echten Rindsleder. Es gibt auch die Kunstleder, aber da bin ich ganz ehrlich, davon würde ich persönlich abraten, weil die gehen sehr schnell kaputt, reißen sehr schnell ein. Ist gut verarbeitet, sind dicke Nähte, genietet auf der Rückseite. Da sieht man eben halt, dass sie noch neu ist, ne? Im Gegensatz zu dem älteren Modell, was ich jetzt, wie gesagt, 7 oder 8 Jahre, da will ich mich jetzt nicht festlegen, aber wie gesagt, Wind und Wetter beständig, ne? Auch bei Regen habt ihr immer sozusagen, ja, die Herren zumindest trockene Nüsse und ja, möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber wie gesagt, ist eine 3-Taschen-Schürze, wo ihr auch einiges reinkriegt. Ja, das werde ich auch gleich zeigen, was man alles reinpacken kann. Also zumindest, was ich drin habe. Andere haben vielleicht auch nur die Tücher drin und so. Aber wie gesagt, ich bin ja einer, der immer ganz gerne vieles am Mann trägt, weil ich sehr vergesslich bin, was man vielleicht auch schon mal manchmal bei der Wortfindung bei mir merkt. Und so hat man eben halt alles dabei. Da kann ich schon vorwege sagen, für Leute, die einfach nur ein Tuch in der Hosentasche haben und also ein Poliertuch in der Hosentasche und ein Nachwischtuch in der Hand, für die ist das Video eher nix, weil es ist eben halt für Leute, die viel am Mann tragen und gerne alles dabei haben. So. Also, packen wir die erstmal beiseite. In der einen Tasche eben halt, also die rechte habe ich zumindest immer, das Nachwischtuch. Jetzt ist es natürlich trocken, das ist ganz klar, weil ich habe das ja immer, ich habe es ja jetzt noch nicht im Gebrauch. Das kann man da wunderbar reintun. Dann, achso, gut, die hatte ich schon weggeschmissen. Normalerweise habe ich da immer noch ein paar Handschuhe drin. Gummihandschuhe, wenn man eben halt doch mal irgendwas hat, was nicht so, ja, was eklig ist oder so, ne? Oder eben halt, wenn man die Hände vor Chemie schützen sollte, ne? Gut. Also, das kommt jetzt hier rein in die neue. Freulich. Dann in der zweiten, also in der mittleren Tasche, habe ich immer ein gefaltetes, trockenes Ninja-Tuch. Das falte ich immer so als Dreieck. Warum, werdet ihr gleich sehen, weil nämlich darunter noch einiges drin ist. Und zwar ein Architektenschlüssel inklusive Flaschenöffner. Mehrere Größen habt ihr da eben halt, ne? Also Vierkantgrößen, eigentlich ganz praktisch so ein Teil. Dann, ja, das habe ich schon Ewigkeiten drin. Da werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich fragen, was soll das? Das ist von einer alten Reisetasche, der Tragegurt. Und zwar ist das so, damit, wenn man mal auf Dächern zu tun hat oder so, wo ein Eimer mal wegrutschen könnte, kann man den gegen Wegrutschen oder Abrutschen, Absturz der Materialien sichern. Einmal am Henkel eingeklackt und dann irgendwo festgemacht. Ne? Kann man ja auch eben halt
variabel verlängern. Also habe ich immer dabei, auch wenn ich es selten brauche, aber es ist eben halt drin. Ne? So. Dann habe ich noch hier drin eine Fugenbürste, ja, von der Firma Mika. Eigentlich ganz gut, weil wie gesagt, du hast hier oben noch einen kleinen Puschel, wo du gut in die Ecken kommen kannst und das alles. Aber wie gesagt, dazu können wir ja auch mal ein anderes Video machen. Wie gesagt, das ist dann eben halt noch in der mittleren drin. Dann ja, 15er Ersatzklingen. Ne? 10er Ersatzklingen. Ja, noch einen alten Knochen, also einen alten Vierkant. Und Imbusschlüssel. Ach, guck mal, wusste ich gar nicht, dass ich die noch habe. eine alte Trimmklinge. Eine 10er. Obwohl, die kann eigentlich auch raus jetzt. Die brauche ich nicht wieder. Dann. Da bin ich ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, vom Namen her, vom Schlüssel. Aber das hast du ja meistens unten am Fenster, wo, die du nur auf Kipp stellen kannst, wo du die eben halt abschließen kannst. Habe ich auch schon seit Ewigkeiten in der Dings drin. So, das war... Auch hier habe ich noch einen Imbusschlüssel. Und eine Menge Gekürz. So. Hin und wieder sollte man sie auch mal auskippen. So. Meine Frau guckt die Videos eh nicht, sonst wird sie mich jetzt hauen, wenn ich das auf dem Boden. Aber egal. So, jedenfalls die Sachen kommen wieder in die Schürze rein. Den, wenn ihr euch sowas holen solltet, würde ich immer mit der Spitze nach oben quer rein tun. So. Deswegen nämlich auch, warum das Tuch so gefaltet ist, weil das nämlich alles auf die Seite rutscht und man das Tuch seitlich so nämlich reinpacken kann. Aber da hat jeder seinen eigenen Scheme. Ich bin ein bisschen, ja, Kollegen sagen seltsam. So. Und natürlich jetzt, wo sie noch neu ist und noch nicht ausgeweitet, ist das also ein bisschen enger. Aber wie gesagt, das passt nachher alles wunderbar rein. Mit der Zeit, wenn sie ein, zwei Mal feucht geworden ist oder so, breitet sich das Leder ja auch noch aus. Das will ich auch noch gleich im Anschluss zeigen. Wenn ihr die das erste Mal benutzt, die Schürze oder in Benutzung nimmt, dass ihr nochmal kurz einige kleine Pflege, ja was heißt Pflege, einige kleine Tipps, was die Abnutzung und die Fusselbildung der Rückseite anbelangt. Aber wie gesagt, kommt gleich im Anschluss. So, die letzte Tasche. Also die linke, auch natürlich wieder ein Poliertuch. Lieber benutze ich ja nicht mehr. Dann ja, eine Klinge, eine 15er, die du eben halt so öffnen kannst. Zack. Dann ein Kunststoffschaber für Kunststoffrahmen oder so oder kratzempfindliche Oberflächen. Dann ja, meine Schlüsselsammlung. Das hat sich irgendwie mal so eingebürgert, wenn ich mal auf Baustellen war oder so und da waren eine Menge Schlüssel. Da hat man sich immer mal ein Stiepitz, aber ne? Und dann hat man immer mal Ersatzschlüssel für irgendwelche abgeschlossenen Fenster. Das ist ja manchmal so, gerade die, oh, wie heißen die nochmal? Ja, jedenfalls von Schuko die Fenster, kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle. Die sind im Grunde genommen alle fast baugleich, was die Schlüssel anbelangt. Und da hast du dann eben, habe ich mir eine Vielzahl von Schlüssel angeeignet, womit ich die dann öffnen kann, damit ich nicht dauernd dem Fenster, den Hausmeister hinterher laufen muss. Ich brauche die Schlüssel oder eben halt in Privathäusern den Kunden fragen, entschuldigen Sie, haben Sie irgendwo einen Schlüssel? Also bis jetzt konnte ich damit schon 80-85% der Fenster mit so Dings öffnen. Naja, gut. Dann... Ja, ich wusste gar nicht, einen alten Pinsel noch für kleine, feine Sachen. Den habe ich auch noch gar nicht drin, das wusste ich auch nicht mehr. Nee, und das war es in der Tasche, oder?
ja, dass der Rest des Schmutz, der irgendwann mal reinfällt, wenn man die Tücher mal wieder reinpackt. So, und das kommt natürlich jetzt hier rein wieder. Also wie ihr seht, passt einiges an Material in die Schürzen rein. Ob man es braucht oder nicht, das haben wir ganz daneben hergestellt. Das muss ja jeder selber entscheiden. Aber das Schöne ist eben halt, die tragt ihr direkt vom Bauch. Sieht also immer genau, was ihr habt, beziehungsweise was ihr braucht. Dann ist es auch so beim Autofahren. Also ich habe die, lege die morgens an und lege die auch dann erst wieder nach Feierabend ab. Weil damit kannst du auch wunderbar Auto fahren, weil du es eben halt nicht an der Seite hast. Gut, kannst du natürlich auch, wenn es irgendwo jetzt mal eng ist oder sowas, kannst du sie dir auch auf die Seite schieben. Weil ich mache das immer so, dass ich das hinten im Hosenbund, in der letzten Lasche, im Gürtel, einmal so reinfriemel und festmache. Das hat erstmal einen Vorteil, dass es mir nicht hinten den Rücken immer hochrutscht. Und ich kann es eben halt auch auf die Seite drehen. Ne? Das ist dann eben halt variabel oder eben halt auf den Rücken, je nachdem, wie man es braucht, gerade. Gut, das war ein etwas kürzeres Video, was man so von mir gewohnt ist, denke ich mal. Ich weiß, ich quatsch schon wieder fast eine Viertelstunde, Entschuldigung. Und wie gesagt, in Hamburg haben sie einige, ich trage sie auch immer noch und bin damit sehr mit zufrieden. Ist wasserabweisend, also nicht wasserdicht, wenn ihr jetzt damit ins Becken springt oder so, werden die Tücher auch nass. Aber so bei ganz normalen Nieselregen und so bleiben die Tücher trocken. Ja, und das passt eine Menge rein. Gut, das war schon. Wie gesagt, gleich im Anschluss gibt es nochmal ein ganz kleines Video bei Erstbenutzung, was ihr da machen solltet an der Schürze. Und ein kleiner Tipp für Kollegen, die meiner Statur entsprechen. Wenn ihr die kauft, ist das erst ein bisschen eng, aber das könnt ihr auch ein bisschen weitern. Gleich im Anschluss. Tschüss! So, wie eben in einem Video erwähnt, wenn die eben halt neu ist und ihr die das erste Mal benutzt, diese Rückseite, gerade bei schwarzen Hosen, wenn man die dann eben halt vom Latz trägt, also an der Hose, durch die Gehbewegung und so, ist es eben halt so bei den neuen, dass es eben halt noch abfärbt, beziehungsweise die Krümel sich dann ganz gerne absetzen. Das ist das Beste, wenn ihr einmal dann vor Beginn einfach Handbürste, ein bisschen nass machen, wegen Staub. Und die dann einmal komplett auf der Rückseite schön abbürstet. Auch immer in eine Richtung am besten. Ne? Dann werdet ihr auch sehen, gut, auf dem Video sieht man das jetzt wahrscheinlich nicht so, dass schon sich einige Krümel eben halt im Becken dann sammeln. Kann man das sehen? Da sieht man nicht so, ne? Wie gesagt, ist schon einiges drin, dass man, ich will mal jetzt nicht die ganze Zeit, aber dass ihr schon mal seht, wie ihr arbeiten müsst. Natürlich kann es immer sein, dass ihr dann noch ein, zwei Dings habt, fusselt dann an der Hose, aber es minimiert um einiges, ne? Und dann noch ein kleiner Tipp, wenn ihr die neu habt. Ich bin ja auch so einer, der gerne, ich bin ein Breithüftenträger und
um das ein bisschen länger zu machen, dass den Riemen so. Das ist am besten so, dass ihr den einmal komplett nass macht. Und dann nicht einfach nur dran reißen, sondern in der Mitte festhalten und dann auseinanderziehen. Das macht ihr ein paar Mal und dann tut er sich um einiges noch in die Länge entfalten und sitzt dann nicht so stramm sozusagen am Rückgrat. Dasselbe macht ihr natürlich auch mit der anderen Seite. Und wie gesagt, nicht einfach nur dran ziehen, weil sonst reißt ihr das nachher hier aus der Verankerung, also aus der aus den Nieten raus, sondern wie gesagt beide Seiten und dann nur so auseinanderziehen. So, das war's eigentlich schon. Das ist das, was ich empfehle beim Ersttragung der Schürze. Und wie gesagt, das mit dem Riemen auseinanderziehen, das empfehle ich eben halt für etwas Kollegen, die stabiler gebaut sind. Ne? Okay, bis denn.